Hallo und herzlich willkommen. Ich bin irgendwas mit Faber. Hi, lange nichts mehr gehört auf diesem Kanal. Aber ich will mal wieder was machen. Anders, ich habe eine Anfrage bekommen bezüglich Dwarf Fortress, ihr seht es schon, und zwar genau gesagt bezüglich des Legends Viewers. Ein Tool, um sich den Stand seiner Welt anzugucken. Alle Ereignisse, Personen, Gegenstände, Monster und so weiter und so fort. Ich glaube, Legends Viewer muss ich an der Stelle als bekannt voraussetzen, weil ich nicht genug Zeit habe. Ich möchte euch gerne in 5 Minuten erzählen, wie ihr mit dem Legends Viewer auf den aktuellen Stand kommt. Weil genau das bin ich gefragt worden. Hey Faber, wie kann ich meine Welt deren aktuellen Stand angucken und nicht nur, bevor ich anfange zu spielen. Also, lasst uns loslegen. Es beginnt damit, dass wir eine Welt brauchen. Das heißt, ich sage einfach mal Create New World. Yada, yada, yada. Jahre rauschen durch. So, Welt ist da. Start playing. Welt auswählen. Legends Mode. Erste Runde Legends Mode. Wie gehabt, nur um es euch ins Gedächtnis zu rufen, Export Legends. Info, zum Beispiel Info, es gibt verschiedene Parameter. Im Legends Viewer angucken, nur darauf achten, den richtigen Legends Viewer für die richtige Dwarf Fortress Version zu verwenden und natürlich die richtige Legends Datei. So, erste Runde Legends Viewer, alles wie gehabt. Wir sehen, wer auf dieser Welt lebt, wie die Welt aussieht, was es für Zivilisationen gibt und so weiter und so fort. Aber was uns interessiert, ist ja, was passiert, wenn wir eine Weile gespielt haben und wir wollen wieder den Stand der Welt angucken. Dazu gibt es genau 3 Möglichkeiten, die ich kenne. Und die kann ich euch alle 3 mal kurz zeigen. So, Möglichkeit 1. Es muss gespielt werden, damit wir natürlich einen Fortschritt im Legends Viewer sehen können, brauchen wir diesen Fortschritt. Das heißt, ich lade das Ding mal kurz. Auf der Welt ist ja eh noch nichts passiert. Das heißt, wir machen jetzt irgendeinen Embark. Theoretisch brauche ich es nicht mal groß laufen lassen, aber oben rechts seht ihr das Datum. Im Moment ist 15.01. des Jahres 108. Und ich warte jetzt einfach nur drauf, dass genau, auf den nächsten oder übernächsten Tag, dass einige Daten geschrieben werden oder entstehen, die wir dann exportieren und so weiter und so fort. So, 16.01. So, 23.01. eine Woche vergangen. Wir können speichern. Als nächstes brauchen wir unseren Spielstand. Das heißt, ich brauche das Dwarf Fortress Verzeichnis. Das ist dieses hier. Darin gibt es einen Ordner Data. Darin gibt es einen Ordner Save. Darin befindet sich unsere gerade eben gespeicherte Region 3. Wir machen einfach stumpf eine Kopie. Und damit wir diese Kopie später im Spiel wiederfinden, sagen wir hier einfach Region 3. Ihr ahnt es schon, Legends. So, zack, alles drin. So, jetzt kommt der Trick. Damit wir diese im Legends Viewer nutzen können, müssen wir starten. Nein, müssen wir nicht. Klappt nämlich nicht. Das ist genau der Punkt. Das Einzige, was uns bleibt, ist Continue. Also machen wir doch Continue, nehmen aber Region 3 Legends und nicht Region 3. Heißt, an der Stelle vielleicht ganz kurz während der Ladezeiten erwähnt, unsere Region 3 bleibt komplett unversehrt, während wir hier jetzt sagen können, Abandoned Fortress to Ruin. Landen wieder im Hauptmenü, jetzt können wir sagen, Start Playing Region 3 Legends im Legends Mode. In dieser Welt ist jetzt der Fortschritt enthalten und alles, was wir jetzt brauchen, sind die Legends-Daten. So, wir sagen erneut Export Legends Info. Man kann vorher die alten Legends-Dateien auch löschen, wenn ihr es genauso gemacht habt wie ich. Die ersten Legends-Dateien braucht ihr nicht. Das war ja nur eine kleine Rekapitulation, wie ihr einen Legends-Viewer benutzt. Zack. Enter. Schnappen uns den Legends-Viewer. Holen uns die aktuellen Dateien. 23.01. eine Woche vergangen. Wie schon gesagt. Und wir hatten, was war das? Irgendwas mit Vision hatten wir, gell? Ich muss mal gucken, ob ich unsere Festung finde. Ich meine, Vision Boots, da ist sie doch sogar. Zack, da ist unsere Festung und wir sehen hier, wir haben jetzt hier 15.01., 23.01. Wir haben eine Woche Geschichte von Vision Boots. Das ist Möglichkeit 1. So, es gibt natürlich noch was für die Freunde, die sich weiter ins Spiel hineinversetzen wollen, den etwas immersiveren Weg über einen Mod, den zeige ich euch jetzt. So, wir sind im Bay 12 Forum. Das ist der Thread zum Great Archive Minimod that lets you open Legends Mode from your Fortress. Genau das, was wir brauchen. Wie es der Zufall will, habe ich bereits eine Instanz, in der dieser Mod installiert ist. Ich kann euch aber versichern, es ist nicht so schwierig. Der lässt sich relativ gut, relativ leicht installieren. Das hier ist alles, was ihr braucht. Link packe ich in die Videobeschreibung. Ich habe eine neue Welt geschaffen.
ein neues Spiel angefangen und in dieser Instanz gibt es unter Buildings Workshops, also BWG für das Great Archive, hier gibt es das große Archiv. Das ganze Ding braucht 4 Goldstatuen und ein Platinum Cabinet, Kommode, was auch immer. Das holen wir uns mal gerade, weil natürlich habe ich in einem neuen Spielstand die Sachen nicht zur Hand. GUI, Create Item, hoch, vertippt. So. Also, wir wollen eine Statue, eigentlich wollen wir mehrere, aber ist egal, wir nehmen auch gerne eine. So, Qualität brauche ich nicht, jetzt das gleiche nochmal. So, alles zur Hand, 4 Goldstatuen, ein Platinum Cabinet, das bedeutet folgendes, wir können loslegen. BWG, Great Archive, bauen wir direkt hier neben. Gold Statues, zack, 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 zack. So, und ich lasse das Ganze mal ein bisschen laufen und sehe zu, wie die Zwerge hoffentlich... Ah, ich habe noch was vergessen. Es gibt noch ein Command, was mir sehr ans Herz gewachsen ist, muss man fast sagen. Der Labor Manager. Der ist für alle, die keinen Bock haben, ständig Dwarf Therapist auf und zu zu machen, ist der absolut essentiell. Okay, wir haben das Depot, glaube ich, das Depot für ja, das Great Archive, glaube ich, fertig. Die letzte Bemerkung war, was für alle, die Pulp Fiction gesehen haben, aber jetzt Read Legends of was? Read Legends of this World ist ein Job, den wir hier vergeben können. Das mache ich auch mal mit L. Add New Task. Jetzt müssen wir nur noch drauf warten, bis ein Zwerg diese Aufgabe abschließt. 1, 2, 3, 3,5, 2, 3 Viertel. So, zack, Legends Mod offen. Jetzt haben wir natürlich noch nicht, sind wir noch nicht ganz am Ziel. Wir müssen natürlich darauf achten, dass wir die Daten noch brauchen. Das heißt, wir können jetzt aus dem laufenden Spiel heraus sagen, zack, Export Legends Info. Ja, zack, haben wir unsere Daten. Aktuelle Legends Mode Daten auf dem aktuellen Stand, die müssen wir uns jetzt nur im Legends Viewer angucken. Jo, das ist Möglichkeit 2. Möglichkeit 3 ist basiert auch auf dem Great Archive Mod. Das Ganze ist aber etwas kürzer. Stellt euch vor, wir hätten dieses Gebäude jetzt nicht gebaut. Also, dieser Mod basiert auf einem Item Trigger, der das Rezept Open Legends Mode einem Kommando zuordnet. Und dieses Kommando ist natürlich, was heißt natürlich, dieses Kommando ist Open Legends. Das heißt, wenn ihr einen neuen Spielstand habt, ihr habt den Mod installiert, nutzt aber nur die OpenLegends.lua anstelle des gesamten Mods, weil ihr sagt, ich will nicht extra bauen, ich will einfach den Legends Mode öffnen, dann könnt ihr das so erledigen mit dem Kommando OpenLegends. Zack, Legends Mode offen, wir können wieder hingehen. Export Legends. Was ich noch kurz zeigen wollte, die validen Argumente für die gültigen Argumente für Export Legends sind All Info, Custom Maps, Sites. Sites und Maps sind relativ selbsterklärend. Custom habe ich keine Ahnung, ehrlich gesagt. All sind Maps, Sites und Info. Und Info sind nur die beiden XML-Dateien, die eigentlich nur die Geschichte enthalten und die Gegenstände und die Monster und ja, bla. Den gesamten Driss. Geht mir jetzt auch ein bisschen zu weit. Ich wollte euch nur kurz das Prozedere zeigen und habe das, denke ich, auch hinbekommen. Wenn Fragen sind, gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich freuen über positives Feedback, ob ihr jetzt den Daumen nach oben Knopf drückt oder was auch immer ihr tut. Positives Feedback. Und wenn ihr euch auch nur freut, freue ich mich auch so. Zack, bumm, fertig. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Feiertag und alles Gute für euch, die Freundin, den Hund, die Katze, die Familie und das Foto an der Wand. Was weiß ich. Macht's gut. Bis später. Ciao.